auf eigene Faust einen Imagefilm produziert über ihre Heimatstadt Cottbus. Und der hat heute Abend Premiere. Wir haben uns den Film schon mal angeschaut und die jungen Filmemacher getroffen. Erinnerst du dich? An das Gefühl der Geborgenheit. Der Unbeschwertheit. Der Film ist eine Liebeserklärung an Cottbus. So schön kann die Stadt sein. Ganz anders als die Bilder von Demonstrationen und Ausschreitungen, die seit einem Jahr in den Medien präsent sind. Es ist ja so, dass man ja nicht von der Hand weisen kann, dass nun Cottbus doch in den letzten Monaten doch relativ schlecht in den Schlagzeilen gewesen ist. Und ich als Cottbusser einfach dieses Empfinden hatte, dass das einfach so nicht stimmt. Und wenn ich dann durch Cottbus gelaufen bin, habe ich aber gemerkt, dass natürlich auch viele Cottbusser eine gewisse Unzufriedenheit haben. Und da habe ich gedacht, da muss man noch mal was ändern. Man muss den Cottbussern eben mal wieder aufzeigen, wie schön eigentlich ihre eigene Stadt ist. Sebastian Thiele, der als Techniker am Cottbusser Planetarium arbeitet, ist einer der Macher des Imagefilms. Vor 6 Jahren kehrte der studierte Schauspieler aus Berlin zurück in seine Heimatstadt. Zusammen mit Mediengestalter und Freund Ron Petras hatte er die Idee zum Film, um das ramponierte Image wieder aufzupolieren. Per Crowdfunding sammelten beide Geld für ihr Projekt ein. Knapp 6.000 Euro kamen so zusammen. Es gibt viele Leute, die sagen, wir könnten mal was machen. Die reden sehr viel über Sachen, die möglich wären. Und wir haben das einfach in Angriff genommen und haben gesagt, wir reden nicht nur drüber, sondern wir machen es. 30 Dreh- und unzählige Schnitttage später ist der 4-minütige Film fertig. Für alle Unterstützer gab es eine ganz besondere Belohnung. Jeder Cottbusser hatte die Möglichkeit, uns über diese Crowdfunding-Kampagne mit einem gewissen Betrag zu unterstützen. Und als Dankeschön dafür durfte er eben eine kleine Rolle in diesem Film übernehmen. So ist es nicht nur ein Film von Cottbussern, für Cottbussern, sondern auch mit normalen Cottbussern. Also ein absolut reines, rundes Cottbus-Projekt. Der Film soll nicht nur Touristen, sondern auch den Cottbussern zeigen, wie schön die Stadt ist und warum es sich lohnt, hier zu leben. Dafür scheint es höchste Zeit zu sein, denn die Stimmung in Cottbus ist denkbar schlecht und angespannt. Ein bisschen verunsichert, ne? Das, was alles hier passiert ist, Messerstecherei und was hier alles in Cottbus rumläuft, ne? Also ich bin der Meinung, es muss sich hier irgendwas ändern. Dass es manchmal so Kleinigkeiten gibt, womit man, wo die Menschen untereinander nicht so ganz miteinander korrekt umgehen. Das ist eigentlich noch das, was ein bisschen verbessert werden müsste. An sich gefällt mir ja die Stadt, das ist meine Heimatstadt und nur es müsste sich halt ein bisschen was ändern, so von der Sicherheit her. Jetzt gerade für die ältere Generation finde ich das schon irgendwo ein bisschen gefährlich. Und dass die dann nicht mehr rausgehen, das ist mir dann vollkommen klar. Ob es der Film schafft, die Situation zu entschärfen, wird man sehen. Heute Abend hat er im Rahmen des Neujahrsempfangs des Oberbürgermeisters Premiere. Erste Rückmeldungen gibt es bereits. Ich habe jetzt schon eine Reaktion gehört von jemandem, der nicht mehr in Cottbus ist, die gesagt haben, Cottbus hat wirklich schöne Ecken, das war mir gar nicht bewusst. Und wenn das vielleicht auch die Leute sagen, die Cottbusser, die den Film gesehen haben, dann haben wir, glaube ich, alles richtig gemacht. Ab Freitag ist der Film dann auch online zu sehen. Zum Beispiel bei Facebook oder YouTube.